Hallo ihr Lieben, gestern gab es meine Top 5 Lieblingsgegner in Super Mario 64. Dazu habt ihr euch ja auch noch die Top 5 der Hassgegner gewünscht. Ne? Welche Gegner finde ich am schlimmsten? Also legen wir los, schauen wir es uns an. Platz Nummer 5. Ja, auf Platz Nummer 5 habe ich ein bisschen gemogelt. Auf Platz Nummer 5 haben wir nämlich einen Gegner, der uns zumindest keinen Schaden zufügt. Ne? Aber trotzdem sehr, sehr, sehr nervig ist. Nämlich der gute Mips. Der kleine Hase in den Super Mario Games. Ne? Besonders prägnant Super Mario 64. Aber auch in Odyssey zum Beispiel gibt es ja so ein paar Hasenmissionen. Und auch in Galaxy zum Beispiel, ja. Es ist einfach nur nervig, wenn er einem ewig lang davonläuft. Was soll ich dazu groß noch sagen? Platz Nummer 5. Mips. Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 5. Haben wir eine der nervigsten fliegenden Gestalten überhaupt. Er ist gleichzeitig ein Stalker. Der absolute Stalker himself. Und wirft einen die ganze Zeit mit Stachis ab. Wer könnte das wohl sein? Richtig. Lakito. Lakito verfolgt euch in Super Mario 64 die ganze Zeit mit seiner Cam. Oder auch sehen wir es ja in Mario Kart. Gleichzeitig taucht er ständig auf irgendwelchen Stages auf und wirft Stachis auf euch. Na, und da ist ja jetzt schon mal egal, ob 2D oder 3D in Mario Games. Lakito gibt es gefühlt überall. Und meistens in den unpassendsten Momenten. Auf jeden Fall ein Gegner, der sehr, sehr nervt und nur eigentlich wirklich nützlich ist. In den 2D Games, wenn ihr ihn aus seiner Wolke rausboxen könnt und ihr euch die Wolke klauen könnt. Ansonsten, wofür braucht man Lakito? Ja. Platz Nummer 3. Gerade haben wir noch über den Werfer gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu den Wurfgeschossen. Die Stachis sind bei mir auf Platz Nummer 3. Boah, sind die nervig. Ihr könnt zwar in den 2D, in Super Mario World zum Beispiel auf den spinnen oder sowas, aber ihr könnt sie selber eigentlich so gut wie nie wirklich bekämpfen. Fun Fact, da finde ich es richtig lustig. Das ist ein Level in Super Mario Odyssey, wo man mit dieser gecapturten Wolke diese ganzen Stachis in diese Giftbrühe, Säure, wie auch immer, einfach mal so reinpustet. Das haben sie so richtig verdient, weil es sind so fiese Gegner. Die hauen euch ständig überall runter. Platz Nummer 2. Ja, da melde ich mich doch schon wieder aus dem Schnitt. Wie auch im letzten Video habe ich mal wieder den Platz Nummer 2 vergessen. Ich weiß echt nicht, was ich für eine Abneigung gegen Platz Nummer 2 habe, aber okay. Ja, Platz Nummer 2. Ich nenne ihn auch gerne den Nelson unter den Super Mario Gegnern. Ich rede nämlich vom Bully, der uns immer schön durch die Gegend schubst. Hat mir schon so manchen Run in Super Mario 64 gekostet. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum er hier meine Nummer 2 ist. Platz Nummer 1. Wer letztens meine Streams geschaut hat, wo ich The Lost Levels durchgespielt habe, kann sich jetzt auf jeden Fall denken, wer bei mir auf Platz Nummer 1 ist. Das ist Hass Level Over 9000. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000!
doesn't, there's no way that can be right, can it? I think it's right. Mindestens. Und es schmerzt sehr. Es sind die Hammer Bros, die Hammerbrüder. Boah, gibt es nervigere Gegner in diesen Games? Vor allem, wenn sie dann noch zu zweit auftauchen. Zu zweit. Ja, hallo? Die hauen dir so viele Hämmer dahin, du weißt gar nicht, wie du irgendwie da durchkommen sollst. Was hat sich Nintendo bei diesen Gegnern gedacht? Ich versteh's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ah, sie sind eine richtige Plage. Das sind sie. Nachdem ich meinem Hass hier mal freien Lauf lassen konnte, liegt's jetzt an euch. Was sind eure Hassgegner in Super Mario? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Abo-Button vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auch gern mal bei meinen Streams auf Twitch. Wir sehen uns. Ciao.